Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich darf ich Sie am heutigen Abend zu unserem Wortgottesdienst begrüßen, indem wir Texte aus dem Alten Testament miteinander lesen wollen. Würde man uns fragen, welch ein Abschnitt aus dem, was wir die Bibel nennen, unbedingt jedem zur Kenntnis gegeben werden sollte, dann würden wir unzweifelhaft sagen, die 10 Gebote. Inmitten einer Zeit, die nach Halt und Orientierung sucht, scheint dieser Text aus dem 20. Kapitel des 2. Buches Moses wie ein Fels in der Brandung, allen Veränderungen und Aufweichungen standzuhalten. Wir haben so etwas wie die 10 Gebote schon früher einmal gelesen aus dem 34. Kapitel des Buches Exodus, aus der Überlieferungsschicht, die Gott bezeichnet als Yahweh und die deshalb von den Literarhistorikern als Jahwist bezeichnet wird. Das waren Gebote, wie wir sie vermutlich in den Tagen des Schulunterrichtes oder danach nie gehört haben. Sehr stark rituell gebundene Gebote. Was wir heute in dem klassischen Text des Dialogs erfahren werden, hat mit Ritus nichts zu tun. Gott wird darin bezeichnet als die Gottheit, als Elohim. Und so wird diese Quelle von den Literargeschichtlern als Eloist bezeichnet. Wann eigentlich die 10 Gebote eingesetzt wurden, vielmehr wann die schriftliche Formulierung dieser Überlieferungen eingesetzt hat, das weiß heute niemand mehr zu sagen. Ganz sicher vor der Zeit der klassischen Schriftpropheten. Vielleicht auch schon vor der Zeit, als Israel im Kulturland sesshaft wurde. Ob aber in einer bestimmten Szene, an einem bestimmten Berg, womöglich mit dem Namen Sinai, der Mann Moses diese Worte je gesprochen hat, das alles scheint mehr als zweifelhaft, ja fast ganz unmöglich. Dennoch macht die ganze mythisch arrangierte Szene ihren Sinn, wenngleich wir uns zunächst werden fragen müssen, wie wir sie auslegen sollen, damit sie wirklich uns Heutigen etwas zu sagen hat. Wir beginnen den Gottesdienst heute Abend, indem wir begleitet werden von Solisten aus Hannover, nämlich von Stefanie Lange am Kontrabass und von Frau Angela Stangora auf der Violine. Und sie spielen zunächst von Johann Sebastian Bach Sonate Nr. 1 in D-Dur Andante.
meine lieben Schwestern und Brüder. Im 19. Kapitel des zweiten Buches Moses beginnt die Erzählung wie folgt. Israel lagerte sich dort vor dem Berge, und Mose stieg herauf zu Ha-Elohim, der Gottheit. So sollst du zum Hause Jakob sprechen und den Israeliten kundtun. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan, und dass ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr auf mich hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern werden, ein heiliges Volk. Dies sind die Worte, die du zu den Israeliten sagen sollst. Und Moses ging hin und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die Jahwe ihm aufgetragen hatte. Und das ganze Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun. Und Mose brachte die Antwort des Volkes Jahwe zurück. Und Jahwe sprach zu Moses: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Beim Ertönen des Widerhorns sollen sie den Berg besteigen. Und Moses stieg vom Berg herab zum Volke und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und das ganze Volk im Lager erbebte. Moses führte das Volk Ha-Elohim der Gottheit entgegen aus dem Lager heraus, und sie stellten sich am Fuße des Bergs auf. Moses redete, und Ha-Elohim, die Gottheit, antwortete ihm im Donner. Und Elohim redete all diese Worte und sprach: Ich bin Jahwe, dein Elohim, deine Gottheit, der ich dich aus dem Lande Kanaan, aus dem Knechtshause herausgeführt habe. Nicht sollst du andere Elohim, Gottwesen haben, neben mir. Nicht sollst du dir machen ein Schnitzbild von irgendwelcher Gestalt, oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde. Nicht sollst du dich vor ihnen niederwerfen, noch sie anbeten. Denn ich, Jahwe, dein Elohim, bin ein eifersüchtiger El, der die Schuld der Väter an Kindern, an Enkeln und an Urenkeln heimsucht, bei denen, die mich hassen, und Gnade erweist auf Tausende hinaus denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Nicht sollst du den Namen Jahwes, deines Elohim, unnütz aussprechen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen unnütz ausspricht. Gedenke an den Sabbattag, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Elohim. Nicht sollst du irgendein Werk tun. Du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Gast, der sich in deinen Toren aufhält. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Aber am 7. Tag hat er geruht. Darum hat Jahwe den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lang in deinen Tagen bist in dem Lande, das Jahwe, dein Elohim, dir geben will. Nicht sollst du töten, nicht sollst du Ehe brechen, nicht sollst du stehlen, nicht sollst du falsches Zeugnis ablegen gegen deine Nächsten. Nicht sollst du begehren das Haus deines Nächsten.
Nicht sollst du begehren das Weib deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendwas, das deinem Nächsten gehört. Und das ganze Volk sah, und das Volk fürchtete sich und zitterte und hielt sich in der Ferne. Und sie sprachen zu Moses: Rede du mit uns, so wollen wir hören, aber nicht soll Elohim mit uns reden, damit wir nicht sterben. Und Moses sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn um euch zu versuchen, ist Ha-Elohim gekommen. Und das Volk hielt sich in der Ferne. Aber Moses nahte sich dem Dunkel, in dem die Gottheit war. Wir hören von Johann Sebastian Bach aus der Sonate Nr. 4 in C-Moll, das Adagio und Allegro.
meine lieben Schwestern und Brüder. In Zeiten der sozialen und geistigen Verunsicherung pflegt man zu fragen, was uns Orientierung und Halt zu geben vermag. Und so wundert es nicht, wenn in unserer Zeit immer wieder darauf verwiesen wird, es gelte, die 10 Gebote zu halten. Sie gelten seit alters her für die unübertreffliche Sammlung all der richtigen Weisungen, die eingehalten werden wollen, damit Menschen ohne Schaden für sich selbst und für andere im sozialen Verband miteinander ihr Auskommen finden können. Die Wertschätzung der sogenannten 10 Gebote geht dabei nicht selten so weit, dass man sie wie eine absolute Magna Charta des Völkerlebens nimmt. Herausgelöst aus den biblischen Erfahrungen, denen sie selber sich verdanken, herausgelöst sogar aus dem Umfeld des Religiösen. Mehr oder minder abstrakt genommen sind sie ethische Weisungen an sich geworden. Politiker berufen sich auf sie und sie nötigen ihrerseits wieder die Theologen heute, die bürgerlichen Werte, das bürgerliche Gesetzbuch, mehr oder minder metaphysisch zu fundieren und in irgendeiner Weise aus den 10 Geboten abzuleiten. Dabei wird gern übersehen oder als für zu schwierig beiseite geschoben, dass es selbst der Bibel völlig unmöglich scheint, einfach mit der Verkündigung der sogenannten 10 Gebote zu beginnen. Sie stehen eben nicht gleich auf der ersten Bibelseite, sondern vieles ist schon geschehen, ehe dass sie überhaupt, selbst aus dem Munde des Allmächtigen, den Menschen sagbar oder umgekehrt den Menschen vernehmbar würden aus dem Munde Gottes. Insbesondere das Christentum, belehrt durch viele Worte, die Jesus über die Not von Menschen in seinen Tagen stets mit der Adresse an die schriftgelehrten Theologen geäußert hat. Nicht zuletzt vor allem auch durch die sehr widersprüchlichen Erfahrungen, die Paulus in seinen Briefen deutet und andeutet, scheint es im Grunde der christlichen Tradition fast unmöglich zu sein, den Glauben einfach hin zu unterstützen. Man könnte das Leben eines Menschen ordnen und in Ordnung bringen, indem man ihm mit eindeutigen Geboten, ganz im Stil dessen, was wir hier hören, du sollst nicht, du sollst nicht, Weisung und Regel, Satzung und Befehl für sein Leben auferlegen. Die Erfahrung, die wir bei einiger menschlicher Sensibilität machen können, geht bittererweise immer wieder dahin, dass Menschen das nicht können, was ihnen scheinbar wie selbstverständlich, als gut und richtig, als vernünftig und moralisch eindeutig abverlangt wird. Ja, wir können in aller Regel sogar eine Gleichung aufstellen. Je mehr ein Mensch dem scheinbar so auf der Hand liegenden sittlichen Guten durch sein Handeln widerspricht, desto mehr muss er in seinem eigenen Inneren verstört und verheert worden sein. Und ehe wir diesen Urgrund im Herzen eines Menschen nicht beruhigen, ordnen und heilen,
wird sich das Heilsamste noch in seinen Ohren ins Zerstörerische verdrehen. Und er wird beim besten Wollen immer wieder nur das Gegenteil seiner oft genug heiligen Absichten erreichen. Wozu dann sollen die 10 Gebote überhaupt dienen, mag man sich fragen. Eines stimmt, wer so weit verunsichert ist, dass er sich an einen anderen wendet mit der Frage, was muss ich jetzt tun, und verlangt von dem, er wisse jetzt die rechte, die einzig richtige Auskunft. Dokumentiert nur allzu offen, wie verwirrt und wie hilflos er in sich selber ist. Und schon, dass er einem anderen zutraut, von außen her, besser in seinem eigenen Leben Bescheid zu wissen, als er persönlich nach vielen Jahrzehnten der Erfahrung mit sich selber womöglich, ist schon der Ursprung und der Kern des wirklichen Problems. Keine Gesetzgebung unter Menschen wird Gültigkeit haben, indem der eine hier steht, gewissermaßen im Vollbesitz des göttlichen Wissens und der andere im Schattenlicht notwendiger Bedürftigkeit aufgeklärt zu werden und in seiner Düsternis Weisung zu erfahren. Die Szenerie freilich, in welcher die Verkündigung der 10 Gebote gemalt wird, scheint für diesen Augenschein zu sprechen. Da steht jemand im Dialog mit seinem Gott auf erhobenem Berg, unter ihm bebend und zitternd das Volk. Und es muss froh sein, schließlich nur noch Mose selber zu hören, nicht die Gottheit, die aus dem Gewittersturm redet. Alles scheint da majestätisch, autoritätsbezogen, mit Gewalt und Macht zum Furchtbaren über die Menschen gesprochen. Als wäre die Gottesangst, der Gottesschrecken ein tragfähigerer Grund als das Gottvertrauen und das sich Aufrichten der Menschen. Es gilt, um Texte wie diese zu verstehen, dass wir sie der ursprünglichen Abfolge ihrer eigenen Voraussetzungen wieder zurückgeben und uns selber fragen, unter was für Bedingungen denn wir heutige zu einem Text Zugang gewinnen können, der ganz gewiss älter ist als mehr denn 3000 Jahre. So viel scheint klar. Es wäre unmöglich, sich vorzustellen, die 10 Gebote hätten Israel gegeben werden können, sozusagen im Land der Knechtschaft und der Fremdherrschaft, im Lande Ägyptens. Dass die Gottheit hier hintreten kann, vor das Volk, das sie selber sich erwählt hat, setzt voraus, dass Yahweh die Kinder Abrahams, das ganze Volk Israel, unter der Führung des Moses bei der Hand genommen und in die Wüste hinaus begleitet hat, in den Ort seiner Freiheit. Die fundamentale Voraussetzung von allem im Umkreis möglicher gebotsähnlicher Satzungen lautet also Befreiung des Menschen, Hinführung des Menschen zum Ort seiner Bestimmung. Wo das nicht erfolgt ist, lässt sich keine Ethik gründen. Wo ein Mensch nicht aufgebrochen ist zu seiner eigenen Personalität und Würde, müssten wir heute sagen, hat keinerlei Gesetz und keinerlei Gebot irgendeine Grundlage.
Was sich hier ausspricht als Loslösung von der politischen Fremdherrschaft der Ägypter, liest sich für uns Heutige als eine Geschichte der Personwerdung. An diesen Gedanken haben wir uns gewöhnt. Wir müssten aber vor allem vom Neuen Testament her noch ein Stück deutlicher sagen. Die hebräische, die israelitische Erlösungsgeschichte des Volks der Erwählung ist der Exodus in die Freiheit selber. Es scheint das Wissen des Neuen Testamentes zu sein, dass es nicht genügt, im äußeren Sinne der Beeinflussung, der Gegenfinalität, der Außenlenkung anderer Menschen zu entrinnen. Es ist dies wesentlich ein innerer Vorgang. Und so müssten wir relativ schon als abgeschlossen uns den langen Prozess vorstellen, durch den ein Mensch dahin gelangt, im eigenen Leben sich einigermaßen auszukennen. Erst dann verstehen wir die symbolische Szenerie dieser Geschichte in ihrem richtigen, das heißt aufrichtenden Inhalt. Alles beginnt dabei mit der Wallfahrt zum Berge. Die Historiker sind sich unschlüssig, wo sie ihn suchen dürfen. Die Tradition des Javisten scheint hier zu sprechen von einem Vulkanausbruch, also müsste der Gottesberg ein Vulkan sein. Solche aber gibt es nicht auf der Sinai-Halbinsel. Der Text, den wir gerade gehört haben, nach dem Eloisten, lässt es bewenden mit einem ordentlichen Gewitter. Das nun kann überall stattgefunden haben. Klar scheint nur eins, der Gottesberg muss viel älter gewesen sein als die Gotteserscheinung, von der hier die Rede geht. Vermutlich ein Wallfahrtsort, viel älter als Israel selber, zu dem Moses sein Volk hingeführt haben wird. Solche Gottesberge, solche Heiligtumszentren auf Erden sind ein uraltes Symbol der Menschheit. Gerade für das, was es heißt, Ordnung zu setzen, Kosmos zu bilden oder zu gründen. Berge sind die Zonen der Erde, die nach uralten Schöpfungsmythen als erstes aufgetaucht sind aus dem Urwasser und haben sich dann immer mehr verbreitet. Sie sind gewissermaßen die innere Achse, um die herum die ganze Welt erst ihr Gefüge gewinnt. Und das ist der Sinn jeglicher Wallfahrt bereits, hinzugelangen an die Stelle, wo der Himmel und die Erde einander berühren, wo die Welt ihr Zentrum findet und wo das gesamte Erdreich einen eigenen Konvergenzpunkt, einen eigenen Kraftmittelpunkt darstellt, von dem her Sinn, Perspektive, Richtung des Lebens sich finden lässt. Den Sinai mit anderen Worten mag man in einer Völkerwallfahrt geografisch gesucht haben. Ihn wirklich zu finden bedeutet, das eigene Herz so weit zu klären, dass es Gott unmittelbar wird. Und das nun ist die wirkliche Basis für alles Folgende, die wirkliche Ableitung dessen, was die Bibel unter Geboten versteht. Niemand begreift, wovon hier die Rede geht, es sei denn, es wäre ihm ein großes Gesicht selber zuteil geworden und er eingetaucht in das Gegenüber des Göttlichen. Wir mögen darüber diskutieren, ob es eine philosophische Ethik gibt, die sich außerhalb der Religion begründet. Eine Frage, die vor allem in der westlichen demokratischen Kultur außerordentlich brisant ist. Seit den Tagen der Französischen Revolution und der Aufklärung mehr denn dringlich gestellt werden muss. Ist nicht, wer das Zusammenleben in einer pluralistischen, liberalen Gesellschaft von der Religion her begründen will, immer schon im Verdacht
des totalitären Denkens, dass da eine bestimmte Variante zu glauben und religiös zu sein zur Grundlage des Zusammenlebens aller erhoben werden soll? Es mag sein, dass es eine Ethik gibt, die mehr oder minder im Durchschnitt der Bevölkerung sich für alle als Konsens der Mehrheit und also verpflichtend für die Gemeinsamkeit herstellen lässt. Aber wie man den Menschen in den Stand setzt, gut sein zu können, wie man ihn dahin bringt, bei sich selbst anzukommen, als Vorbedingung der Möglichkeit auch nur zum Guten fähig zu werden, das ist eine Frage, die sich nicht philosophisch einzig religiös klären lässt. Um es so zu sagen, wer den Menschen einfach für ungebrochen gut hält, dem mag es genugsam scheinen, Gebote zu erlassen. Nur sind sie im Grunde schon überflüssig, da ein wirklich guter Mensch von ihnen her wissen wird, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Die Menschen aber, denen man es eigen sagen muss, die mitten auf der Wanderung und Schatten verwirrt, brauchen etwas anderes als nur das Donnern vom Berge in der Sprache der Gesetze. Viel wichtiger als alle 10 Gebote ist es, am Berg zu sein und die Gottheit zu sehen. Alles Weitere dann wie die Folge. Dass wir es so verstehen müssen, sagt uns der Text selber überaus deutlich, indem er an die Spitze von allem ausdrücklich 3 Formulierungen setzt, die sich nur mit Gott selber beschäftigen. Und wie wichtig diese ersten 3 Teile der sogenannten 10 Gebote den Hebräern selber waren, mag man daran erkennen, dass sie immer wieder neu weitergeführt und kommentiert und begründet wurden. Diese Begründungen müssen sehr alt sein. Wir können im Buche Deuteronomium im 5. Kapitel allein bei den Parallelen schon sehen, wie alt. Natürlich sind sie später hineingekommen. Die Knappheit und die Kürze, mit der es dann weitergeht, mit Blickrichtung auf die Menschen, dürfte im ursprünglichen Text auch in Bezug auf Gott so formuliert gewesen sein. Dass hier die Gottheit mal selber redet, mal in der 3. Person mit ihr gesprochen wird, zeigt schon, wie man diesen Text versucht hat, in die gesamte Überlieferung irgendwie hineinzustellen. Aber noch einmal, das literarisch-künstliche ist das existenziell unbedingt ursprüngliche. Dann sollten wir noch vorweg sagen, wie wir mit solchen Gotteserscheinungen, wirklichen Gottesoffenbarungen im Sinne der Bibel, denn tatsächlich verfahren können. Vor einer Weile fragte eine Studentin nach einem Vortrag, was ist denn das jetzt nun, Gottesoffenbarung? Sollten wir denken, sie geschieht immer? Erzählt nicht die Bibel, dass sie einmalig ergangen ist an Abraham oder Jakob oder Moses oder Jesus Christus? Es liegt ein Paradox in dieser Frage. Denn wahr ist es, dass alles, was Gott uns zu sagen hat, in eine bestimmte Zeit hineingesprochen wird. Dennoch aber sagt es sich aus an die Menschen aller Zeiten und aller Zonen. Und gewiss nicht in diesem Sinne, dass fortan alle geschichtliche Bewegung stillstehen sollte. Als würde der Lauf der Historie angehalten und wir müssten, um bei der Offenbarung Gottes zu bleiben, immer an demselben Ort der Zeit fixiert uns betrachten, wo diese Worte ergangen sind. Rein pragmatisch werden wir sogar bei Durchsicht dieser 10 Gebote eines unzweifelhaft zentralen und heiligen Textes der Bibel erkennen müssen, wie relativ in die Zeit damals
diese Gebote gesprochen sind. Manches daraus ist für uns überhaupt nicht wiederholbar, wäre nicht die Grundlage der Moral, sondern schlechterdings der Unmoral in unserem Verstande. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch seines Ochsen, seines Esels und alles, was sein ist. Du liebe Zeit, das Weib des Mannes Eigentum wie aller Viehbestand, das steht wirklich da zu lesen, und ist für uns heute nicht Moral, es wäre Barbarei, dahin zurückzuwollen. Und wie in diesem Punkte, so in manch anderem, was wir noch hören werden. Auf der anderen Seite ist vieles so blockhaft, rudimentär, grob geschnitten, dass es für die Verfeinerungen der Lebenssituation damals so wenig tauglich scheint, wie für die Differenzierungen unseres heutigen Zusammenlebens. Wir werden also selbst bei dem, was wir für wahre Offenbarung Gottes halten, in der Bibel einen Maßstab brauchen. Und so paradox ist es nun, wir brauchen gewissermaßen schon eine Offenbarung Gottes, um zu verstehen, was geoffenbart wurde. Darin liegt aber nichts Geheimnisvolles, sondern alles geht mit ganz einfachen Dingen zu. Es gibt ein Urwissen in uns selber, sozusagen einen heiligen Instinkt, in dem Gott zu jeder Zeit mit uns redet, der uns sagt, wie wir selber glücklich werden und zu dem Glück anderer Menschen beitragen können. Oder negativ gesagt, wenn es denn unbedingt sein muss, wie wir es vermeiden, uns selber zu schädigen und den anderen Schaden zuzufügen. Wir könnten auch sagen, es gibt ein Vorauswissen um das, was Liebe ist unter den Menschen und Güte und Mitleid und Menschlichkeit. Und nun, paradox gesagt, werden wir sogar in der Bibel, egal wer da spricht oder wann er spricht, ob da ein Text ist, der von Gott selber für gesprochen sich ausgibt oder aus dem Munde eines Propheten oder eines Rabbi daherkommt, nur das als wirklich göttlich beglaubigt erkennen, was in unseren Tagen die Liebe, die Güte, das Mitleid und die Menschlichkeit fördert. Alles andere werden wir augenblicklich erkennen als nur vielleicht damals zeitgemäß oder vielleicht schon sogar in der damaligen Zeit nur halbrichtig, wenn nicht ganz verkehrt. Das Erstaunliche ist, dass wir selbst den Maßstab für das, was gelten soll, in uns selber entdecken müssen, um herauszufinden, was gelten soll. Und wieder stehen wir vor dem einleitenden Problem. Wie klärt sich die Seele eines Menschen bis dahin, dass sie zu einem möglichst unverfälschten Spiegel des Göttlichen wird? Genau das ist die Einleitungsfrage hier. Zugespitzt als ein Gebot. Du sollst keine fremden Gottheiten neben mir haben. Als 1529 im großen Katechismus Martin Luther über diesen Satz nachdachte, stellte er die sehr richtige Frage, was denn das eigentlich heißt, einen Gott haben? Und gab sich selbst und den Hörern zur Antwort, einen Gott haben, das heißt etwas besitzen, worauf du dein ganzes Vertrauen werfen kannst. Das sei nur Gott. Es liegt Luther augenblicklich daran, die fremden Götter als falsche Alternativen zu entwerfen. Was heißt es, Vertrauen auf etwas richten? Der Reformator hat den Negativgrund für die Suche nach Halt in dem Text des großen Katechismus nicht benannt, sie bleibt aber zwischen den Zeilen ganz deutlich spürbar. Die Kernfrage des menschlichen Lebens ist seine ständige Angst, das Empfinden, bedroht zu sein.
mit den Füßen über die Erde zu gehen und doch wie über dem Abgrund gelagert zu sein, wonach ein Mensch wirklich fragt, ist Rettung. Vielleicht mehr noch als das, was wir schon immer moralisch durchdrängt als Erlösung bezeichnen. Wie verzweifelt suchen Menschen danach, Grund für ihre Existenz zu finden. Genauer gesagt, alle, die wir leben, werden irgendwann entdecken müssen, dass es einen solchen Grund nicht gibt. Schauen wir nur auf die Natur, die uns hervorgebracht hat. Was rechtfertigt, dass wir sind? Es mag glückliche Menschen geben, die wenig Ursache hatten, darüber nachzusinnen. Aber spätestens, sobald sie miterleben einmal, dass jemand an ihrer Seite stirbt, stellt sich auch für sie die ganze Fragwürdigkeit des Daseins heraus. Wie rechtfertigt man, dass man ist? Wozu lebt man wirklich? Was gibt eine tragfähige Antwort auf die Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir? Inmitten all dieser Angst liegt die Versuchung außerordentlich nahe, sich an irgendetwas zu klammern, das man machen, herstellen oder auch durch Leistung werden könnte. An dieser Stelle beginnt Martin Luther seine Beispiele zu reihen. Da gilt dem einen das Geld für den Grund und den Halt und den Hauptinhalt seines Lebens. Schon im 16. Jahrhundert war offensichtlich der Mammon, waren die Fugger ein solcher Albtraum für den Reformator, dass man denken musste, wir sind gerade dabei, Gott aus den Augen zu verlieren zugunsten eines Götzen. Da beginnt eine Welt, in der die Bankiers, die Könige und die Kaiser designieren, die zuständigen Wahlgremien derart abhängig und gefügig machen, dass nicht länger mehr ein von Gott designierter Kaiser das Regiment der Welt in den Händen hat, sondern im Grunde der Götze Geld. Und was den Papst in Rom anbetrifft, weiß man seit langem schon. Für Martin Luther ohne dies der Antichrist, gleich neben den Türken und den Teufeln. Wie auch immer, liegt es bis in unsere Tage hinein, nicht buchstäblich zum Greifen nahe, die Frage, wer wir sind, uns beantworten zu lassen durch das, was wir in Händen haben. Das kann die Macht sein, das Eigentum sein, die Wohlversorgtheit sein oder die sichere Rente oder der Titel im Beruf oder das Fortkommen in der Karriere. Woran glauben wir wirklich angesichts der basalen Angst in unserer Existenz? Das entscheidet darüber, was unser Gott ist, wer unser Götze zu werden droht. Es geht wohlgemerkt an dieser Stelle und in keinem weiteren Gebot um irgend so etwas wie eine kultische Bestimmung zwischen Gott und Mensch. Wer hier sagen wollte, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, das sei lediglich so viel wie du sollst kultisch bei dem Gott Israels bleiben. Das heißt, du sollst in den Tempel gehen, du sollst den richtigen, von Priestern abhängigen Gottesdienst versehen, bliebe weit unterhalb des Ernstes dieser Frage, hätte im Grunde überhaupt nicht verstanden, was der Gott Israels den Menschen eigentlich zu sagen hat. Du sollst keine fremden Götter neben dir haben, lässt sich im Kontext der vorangegangenen Erfahrungen auch damit übersetzen, du musst lernen zu vermeiden alles, was dich einhängt, alles, was dich versklavt, alles, was dich abhängig macht.
Alles, was dich süchtig werden lässt, indem du ein absolutes Verlangen nach Geborgenheit heftest an etwas, das nur relativ ist und das du immer wieder brauchst, um dich selber zu betäuben. Du sollst keine fremden Götter neben dir haben. Bedeutet so viel wie einzig das, was dich trägt aus dem Unsichtbaren, was dich frei werden lässt und unabhängig macht von allen Wechselfällen des Lebens, was dich aufrichtet in deiner Angst und was dein sonst so bebendes Herz festmacht gegen das Gefühl der Ausgesetztheit, der Einsamkeit und der Sinnlosigkeit. Das ist dein Gott. Da ist plötzlich zwischen den tiefsten Interessen des Menschen und der Gottheit kein Gegensatz mehr, sondern ganz im Gegenteil. Aus dem innersten Verlangen des Menschen redet Gott selbst. Sich das klar zu machen, ist sehr wichtig, weil selbst in die Lehrtradition der reformatorischen Theologie Eingang gefunden hat, was Luther dann weiterschreibt. Warnend richtig, aber möglicherweise auch gefährlich und falsch. Dass ja das Götzentum begründet werde aus den Träumen der Menschen, aus den Sehnsüchten der Menschen, aus den Selbstbetrügereien der Menschen. Das alles kann sein. Aber nur, wenn man hinzufügt, aus den angstgepeitschten Albträumen der Menschen, aus den sinnverquerten, irritierten Sehnsüchten der Menschen. Widerstehen wir dabei der Grundbedingung. Was ein Mensch wirklich möchte, ist seine Freiheit, nicht seine Unfreiheit. Nur wenn er sehr viel Angst hat, trägt er förmlich Verlangen danach, irgendwie von außen her die Verantwortung weggenommen zu bekommen. Ob das der Staat tut, ob das das soziale Netz der Gesellschaft tun soll, ob das ein unfehlbarer Papst tun will, dass alles sei, wie es dann kommen mag. Allein Gott zu ehren, ist im Grunde das tiefste Verlangen eines Menschen, der von seiner Freiheit loskommt und gerade aufwächst, ein Mensch zu sein. Alles andere außer diesem unbeschreiblichen Geheimnis, das wir Gott nennen, zwingt, engt ein, erstickt und duckt uns nieder. Schafft keinen Aufblick vom Berge zum Himmel, sondern öffnet bis hinunter in die Tiefen des Abgrunds. Man versteht sogleich, warum das zweite Gebot eine Warnung davor ausspricht, sich kein Schnitzbild zu machen. Wohlgemerkt geht es eigentlich nicht um das Verbot der Malerei, eines ganzen Kunstzweigs schlechterdings, wie es allerdings im alttestamentlichen und islamischen Kulturkreis dann ausgelegt wurde. Primär und wesentlich geht es darum, dass Menschen von der Gottheit sich keine Kultbilder anfertigen, die anzubeten sie die Menschen nötigen. Der Grund dafür lässt sich leicht erraten. Wenn Menschen erst einmal ein Idol von ihrem göttlichen Ideal gefertigt haben, geraten sie leicht in dem Wahn, es genüge, dieses Idol immer wieder anzubeten, und sie hätten sozusagen schon Gott selber in der Hand. Da verkehrt sich das Mittel zum Zweck, blockiert jede weitere Entfaltung, verabsolutiert erneut das nur Relative und wertet eine menschliche Vorstellung so auf, dass sie sich an die Stelle des Ganzen setzt. Du sollst dir kein Schnitzbild machen, ist ein Verbot des Götzendienstes, der sich auf bestimmte Kultbilder, auf Statuen, aber auch auf bestimmte künstliche Heiligtumsräume richtet. Nehmen wir dieses Wort in unsere Tage hinein? Läuft es hinaus auf ein Verbot förmlich all dessen, was immer noch im Schatten des kirchlichen Lehramtes als Theologie sich verkündigen will.
Da werden bestimmte Firmeln, bestimmte einengende Vorstellungen für so wichtig genommen, dass wer sie nicht in gleicher Weise bekennt, nachsagt und anschaut und als seinen Glauben bekennt, schon für einen Ungläubigen genommen wird. Da wird das Nachreden des Formalismus selber die Form des Gottesbekenntnisses. Es redet aber kein Gott mehr in diesen Formeln. Es redet nur noch die Macht einer Kirche, welche die Formeln vorschreibt, durch den Mund ihrer unmündig gewordenen Anhänger. Und man hat weder die Freiheit, die zur Gottesverehrung gehört, noch hat man die Offenheit, in der alleine die Gottheit sich finden lässt. Auch das ist ja eine der Merkwürdigkeiten, dass wir in einem der Kernstücke des sogenannten Alten, im Grunde ewig Neuen Testamentes, von Gott, der die Gebote gibt, sprechen, hören, fast nach heidnischer Weise. Die Gottheit, der Eloist, spricht hier. Wie um zu sagen, es genügt und muss an dieser Stelle genügen, von Gott keine andere Vorstellung mehr zu haben, als die einer Macht, die nicht weiter mehr beschreibbar ist. Ein Geheimnishintergrund von allem, positiv ausgedrückt, eine absolute Person, die sich mitteilt, stets neu, auf die man hören muss, ohne von ihr sich götzenähnliche Begriffe zu bilden. Noch einmal gesagt, jede verwaltete, institutionalisierte Kirchenlehre, die sich beglaubigen will damit, dass man den Menschen die eigenen Werte und die eigenen Erfahrungen aus dem Munde und dem Herzen stiehlt und lässt sie stattdessen tonbandähnlich immer wieder die gleichen Redewendungen aus dem 5. und 6. Jahrhundert aufsagen, länger als anderthalb Jahrtausend mit dem Willen, dass dies bis zum jüngsten Tag sich möge so fortsetzen, versündigt sich schlechterdings und ganz und gar am zweiten Gebot. Sie besteht nur aus Schnitzbildern. Sie ist nichts weiter als ein Kult von Fetischen. Sie wagt es überhaupt nicht mehr, den Menschen diesem Erfahrungsraum des Göttlichen auszusetzen. Und die offene Begegnung zwischen der Person des Menschen und der absoluten Person des Göttlichen auch nur für notwendig oder auch bloß wünschenswert zu halten. Man weiß da ja immer schon, wer Gott ist, angeblich weil er sich geoffenbart hat. Aber der Gott, der sich wirklich geoffenbart hat, erklärt hier, dass er nicht davon lassen wird, sich zu offenbaren. Dass man gefälligst ihm weiter soll zuhören, statt zu denken, nun haben wir es im Petto. Wir ziehen vom Berg weg und ein neuer Gott wird nie mehr sein. Jesus wird das sehr zornig einmal an die Theologen seiner Zeit heraus rufen. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Sie begreifen die innere Logik, die sich jetzt weiterentwickelt, wenn wir zum Dritten hören, du sollst den Namen Gottes nicht unnütz aussprechen, so lautet die konventionell gewordene Übersetzung. Besser sollten wir mit dem Juden Martin Buber sagen, du sollst den Namen Gottes nicht aufs Wahnhafte setzen. Gemeint ist damit auch gewiss, den Namen Gottes zur Zauberei zu verwenden, zur Schwarzkunst und Magie. Aber viel wichtiger noch als dies, dass wir gegen bestimmte Formen von Humbug und Aberglauben zu Felde ziehen, die ja doch nur Zerrformen der Religion im Felde der Angst sind, ist es für uns heutige wohl, dass wir betrachten, wie viel alles für Gott oder göttlich oder Gott gegeben beglaubigt werden soll, was ersichtlich nichts weiter ist als Menschenfantasie. Könige und Kaiser, wie wir hören haben, regiert durch Gottes Gnadentum. Das ging hunderte von Jahren so, wurde begründet mit dem 13. Kapitel des Römerbriefs, hatte viele Grundlagen in der Messias-Theologie des Alten Testamentes. Die Leute im christlichen Abendland hatten dies zu glauben. Und es war eine Form des Atheismus förmlich in der Französischen Revolution
es nicht mehr glauben zu wollen. Die Leute, die da Frankreich regieren, sind nicht von Gott gegeben, der Teufel soll sie holen. So dachte man beim sogenannten dritten Stand und schließlich und vor allem bei den Jakobinern. Seitdem glaubt es niemand mehr. Und es scheint kein Schaden für die Menschheit, diese Art von Glauben verloren zu haben. Aber dann muss man sich überhaupt fragen, ob es nicht in Verdacht steht, wenn jemand redet, er oder dies und das sei von Gott gegeben, dass er ein ähnliches Kabinettstück mit uns wird aufführen wollen. Nur der Wille seiner eigenen Macht wird da gewissermaßen vom Himmel auf die Erde gezaubert und vor der immer dummen Menge aufgeführt als ein großes Wunder, eine wirkliche Offenbarung. Und hat er dann noch Gründe aus der Vergangenheit, Traditionsbeweise geradewegs, blockiert sich das Denken in unseren 13 Milliarden Hirnzellen, wie wenn wir aus dem Höhlendasein immer noch nicht erwacht wären. Du sollst Gott nicht zum Wahnhaften heben, hat später im prophetischen Mund diese enorme Zuspitzung, dass kein König ohne weiteres als von Gott gegeben zu betrachten wäre. Kein Führer des Volkes, kein Priester, kein Nichts, sondern diese heilige Unmittelbarkeit zwischen Gott und Mensch gewahrt werden sollte. Dann bleibt als drittes die Ordnung des Sabbats. Sie wird offensichtlich später eingetragen, abgeleitet aus dem Sechstagewerk, das wir der Priesterschrift auf den Anfangsseiten der Bibel verdanken. Aber nehmen wir diese nachgetragene Verknüpfung zur Sinnstiftung des Sabbats, bedeutet sie etwas Großartiges. Keinen anderen Gott neben dir, neben mir, das ist die ganze Freiheit des Menschen. Gottes Namen nicht magisch zu verstellen und keine Schnitzbilder zu verehren, bedeutet die ganze Offenheit des Menschenweges unter den Augen Gottes. Aber der Inhalt von all dem zeigt sich darin, dass es im Wochenrhythmus mindestens einen Tag geben soll, da der Mensch aufatmet und ruht, wie die Gottheit beim Anblick einer an sich vollendeten guten Schöpfung. Den Tag heiligen, das alleine war Martin Luther damals ein Problem. Und er schrieb ein Stück zornig und verärgert: Jene sperren den Menschen Augen und Ohren auf, dazu helfen sie selbst mit großem Gepränge, Unkosten und herrlichem Bauwerk und schmücken sie hervor, dass alles gleißen und leuchten muss. Da räuchert man, da singet und klinget man, da zündet man Kerzen und Lichter an, dass man vor diesen keine andere hören noch sehen könne. Denn dass da ein Pfaff in einem goldenen Messgewande steht oder ein Laie den ganzen Tag in der Kirche auf den Knien liegt, das heißet ein köstlich Werk, das niemand genug loben kann. Aber dass ein arm Mädlein eines jungen Kindes wartet und treulich tut, was ihr befohlen ist, das muss nichts heißen. Was sollen sonst Mönche und Nonnen in ihren Klöstern suchen? Was Luther sagen will, ist, dass es keinen heiligen Sabbat zu verehren gibt, sondern das ganze Christenleben betrachtet werden sollte als eine Sabbatheiligung. Und sie geschieht nicht am Sonntagvormittag für eine Stunde, sondern sie ist das ganz normale, alltägliche Leben. Das heißt etwas Heiligen für den Reformator. Und es braucht keine besonderen Arrangements, kein Weihrauch, kein Kerzenschimmer, keine besonderen Kostümierungen von feierlich gewandeten Amtsträgern. Das Einzige, was es braucht, wieder ist ein rechtes Herz, belehrt in Mitgefühl, Menschlichkeit, Mitleid und Liebe. Dann gehört dazu, dass es Grenzen geben darf und sogar geben soll, der Verantwortung. Vielleicht nicht im Umlauf des Mondes eingeteilt dann in den 7-Tage-Rhythmus der Woche, einmal alle 7 Tage, sondern vielleicht im Rhythmus der Begegnungen unter uns Menschen.
im Alltag auch insofern, als dass wir ein rechtes Maß finden für unsere Zuständigkeit und Nichtzuständigkeit. Für das Maß, wo wir dem anderen vertrauen wollen und wo wir denken, selber ein Stück Kompetenz pflichtgemäß ausüben zu müssen. Wo es unsere Zuständigkeit gibt und wo wir an ihren Rand gelangen. Wo wir die Schuldgefühle begrenzen können. Es muss, damit wir richtig leben, irgendwann und wo ein Gefühl geben, dass wir die Welt nicht zu retten brauchen. Sie ist hervorgegangen aus den Händen Gottes und es gäbe keinen Sabbat. Hätte Gott nicht herausgefunden, dass sie, ich sage sehr vorsichtig, an sich gar nicht so schlecht wäre. Wer unbedingt den anderen Eindruck hat, wird nie zur Ruhe kommen. Aber er steht sehr in der Gefährdung, dabei sich selbst zu überhetzen, sich selber nur nervös zu machen und tut am Ende bei allem guten Willen selbst den anderen mit seiner Angst und Überfürsorge, dem ständigen Dazwischengehen, nicht nur gut. Wird in aller Regel sogar nicht einmal durch Vernunft und gesundes Urteil angetrieben, sondern eher durch uralte Schuldgefühle, durch alle möglichen Zwänge. Wer bin ich denn nicht? Ein schlechter Mensch, sagte dieser Tage mir eine Frau. Meine Mutter hat alles für mich getan und ich lasse sie jetzt allein. Diese Frau hat mehr getan für ihre Mutter, als sie überhaupt hätte tun sollen und können. Aber eben dieses Übermaß führt immer wieder dahin auch, die alte Frau loswerden zu wollen. Ja, offen gestanden, ihr manchmal den Tod zu wünschen. Und dann wieder bekommt sie solche Schuldgefühle, wie wenn sie einen Mord auch schon begangen hätte. Und um es zu sühnen, fängt alles wieder von vorne an. Eine endlos tragische Bindung. Was wäre zu denken, das Leben gerade der Menschen an unserer Seite, denen wir am meisten dankbar sind und mit denen wir uns am meisten verbunden fühlen, gerade deren Leben steht ganz und gar in Gottes Hand. Und alles, was wir gemeinsam tun, sei ausgerichtet auf dieses eine große Ziel. Erst wenn wir zu dieser inneren Freiheit, zu dieser inneren Offenheit und Gelassenheit gefunden haben, ordnen sich die Beziehungen unter den Menschen. Es beginnt jetzt Schlag auf Schlag mit dem, was wir das vierte Gebot nennen, das da lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Und es ist das Erste, das mit einer konkreten Zusage und Verheißung verbunden ist, damit du lange lebst in dem Land, das ich dir geben werde. Wir haben das sogenannte vierte Gebot in der christlichen Unterweisung immer wieder ausgelegt für die Kinder. Mit erhobenem Zeigefinger für die Kleinen. Du sollst nicht Vater und Mutter ehren, war der Sinn unserer Erklärung, sondern du musst ihnen gehorchen. Das war das vierte Gebot, auf Deutsch beglaubigt. Tatsächlich richtet es sich nach Auskunft der Exegeten, nach einer guten Studie von Albrecht Alt schon aus den 30er Jahren, überhaupt nicht an die Kinder, sondern an die Erwachsenen. Diejenigen, die selber schon Eltern sind, die also aufgehört haben, abhängige Kinder zu sein und die ihren Eltern jetzt begegnen als Erwachsene, von denen erwartet dieses Gebot, dass sie ihre eigenen Eltern ehren. Und nicht müde werden kann ich da Martin Luther noch einmal zu zitieren, der sagt, dieses Wort ehren ist ja noch mehr als lieben. Es umschließt die Liebe in Ehrfurcht. Das muss man ein Stück mal auf sich wirken lassen, was da gemeint ist. Es verknüpft ohne Zweifel im Sozialverband die alte Generation mit der jetzt heranwachsenden und es wirft den Anker der Hoffnung in die Zukunft, so lasse sich gründen das Leben auch der künftigen Zeit für jeden Einzelnen und der künftigen Generation
im Land der Verheißung selber. So überhaupt habe das Leben Reichtum und Fülle. Daran wird etwas sein. Wir müssen aus unserer Sicht heute freilich die gesamte Dramaturgie des Psychologischen hinzufügen. Wir wissen, dass man nicht menschliche Beziehungen so von außen einfach festlegen kann auf eine bestimmte Form des Verhaltens. Es mag Teile in Ostasien geben, in denen rein äußerlich genommen die Ehrfurcht von Vater und Mutter fast gar keine Erklärung brauchen würde. Man verneigt sich, man verbeugt sich, man verehrt sogar die Gestorbenen noch in den Kulten für die Ahnen. Man hält sie heilig, weil sie die Quelle des eigenen Lebens sind. Das ist so unantastbar, dass eine schlimmere Pietätlosigkeit in diesem Kulturraum kaum möglich wäre, als die Forderung Jesu im Neuen Testament, Vater und Mutter geradwegs verlassen zu sollen, um Gott tiefer zu finden. Es scheint mir sehr wichtig, dass wir den historischen Kommentar, es sei dieses Gebot an Erwachsene gerichtet, psychologisch nacharbeiten. Denn so lange wird kein Mensch sein Vater und seine Mutter wirklich hochschätzen, wirklich ehren können, als er unter ihnen leidet und gar nie die Möglichkeit bekommen hat, wirklich mit einem eigenen Leben zu beginnen. Er lebt dann ja nicht lang. Er hat im Grunde aufgehört zu leben, noch als er ein Kind war, und müsste sich erst einmal freiarbeiten aus all der Hypothek, die auf ihm gelegt wurde. Zumeist von Eltern, die selber nicht recht zu leben wussten und wieder Eltern hatten, die durch welche Umstände auch immer einen so langen Schatten über die Generationen geworfen haben. Nur ein freier Mensch wird eintreten in diese Offenheit der Ehrfurcht geradezu. Da fällt der Schimmer hoher Pietät mitten in den Bereich des Menschlichen. Und es scheint kein Zufall, dass, wenn irgendwie doch noch Schnitzbilder vom Göttlichen entwerfen, sie allemal hinauslaufen werden auf die Bilder von Vater und Mutter. Es ist eigentümlich, dass tatsächlich vermutlich, je älter wir werden, uns mit den eigenen Eltern umso mehr verbinden wird. Es kann sein sogar, dass zu den Tagen, als sie hier auf Erden mit uns waren, wir gar nicht sonderlich gut mit ihnen auskamen. Das kann sich ändern einfach, je mehr aus eigenem Leben wir an Verständnis für sie gewinnen. Vor kurzem sagte mir eine Frau, es ist sehr merkwürdig, der Haupttrost, wenn ich ans Sterben denke, besteht darin zu fühlen, wie meine Mutter lebte, als sie so alt war wie ich heute. Ich denke mir, es ist dasselbe Leben und ich bin nicht ganz allein. Ich habe nicht aufgehört, all das zu glauben, was ich religiös glauben möchte, an ein unsterbliches Leben, an eine Auferstehung. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist dieses Gefühl der Verbundenheit mit meiner Mutter, die längst tot ist, zunehmend stärker, tröstend. Irgendetwas nimmt mich da bei der Hand. Ohne Zweifel, dass dieses Empfinden eine tiefe Ehrfurcht ermöglicht. Die Bibel spricht vom Tode dann als ein sich versammeln bei den Vätern, bei den Müttern, müsste man hinzufügen, aber so wäre es da. Eine Gemeinsamkeit, die sich durchträgt. Das fünfte Gebot hat seine Grundlage ganz gewiss schon im Tierreich. Aber rätseln mag man, was es uns sagen will. Das Hebräische selbst kennt viele Arten, mit Berufung sogar auf Gott, Menschen ums Leben zu bringen. Es gibt für eine ganze Fülle von Straftaten die Todesstrafe. Man sagt dann nicht, du sollst nicht töten, sondern die Formulierung dann lautet, einen anderen sterben machen. Es gibt heilige Kriege in Israel, die Gott selber gebietet. Auch dann sagt man nicht, man tötet, sondern man erschlägt den Feind, der immer auch
ein Gottesgegner ist. Du sollst nicht töten, ist in Israel also sehr eng zu nehmen. Du sollst nicht ausrotten ohne Grund deinen Stammesgenossen, so in etwa, müsste man sagen. Manche Verhaltensbiologen haben gemeint, ein Hauptproblem unserer menschlichen Psyche liege darin, dass wir die Hemmschwellen verlernt hätten, die innerartliche Aggressivität im Zaume hielte, wie bei den Tieren üblich. Leider kennen auch die Tiere viele Formen, Artgenossen ums Leben zu bringen. Wer Fische züchtet, wird das wissen, er muss die Jungtiere sehr rasch in Sicherheit bringen vor den alten Tieren. Löwenmännchen können Jungtiere aus einem anderen Wurf vernichten. Ein Adlerjunges, das auch nur 2 Tage früher aus dem Ei schlüpft als sein Brüderchen, wird alles tun, das Nachgeschlüpfte auszuschalten. Und das Alttier wird dabei sitzen und nur das Erste, am stärksten Sperrende, füttern. Es genügt 2 Tage zu spät, aus dem Ei zu kommen, und es ist der sichere Tod in einem Adlerhorst. Du sollst nicht töten, anders ausgedrückt, hat für die Biologie, für die Strategie des Überlebens viele Varianten angenommen. Wir müssten umgekehrt vielleicht sagen, diene dem Leben mit allem, was du kannst. Aber das ist weit entfernt vom ursprünglichen Sinn dieses Gebotes. Es ist eine der Punkte schon, von denen ich eingangs sagte, es bleibt bei diesen Worten des Göttlichen. Der historische Inhalt weit hinter dem zurück, was wir, um unsere Welt zu ordnen, sagen müssten. Du sollst nicht töten, müsste unbedingt gelten. Viel rabiater, gründlicher, umfassender, als diese Textstelle es in ihrer Zeit auszudrücken wagte. Nicht reduziert auf den Stammesgenossen, sondern auf jeden Menschen, selbstverständlich. Ein Ende heiliger Kriege wäre da zu postulieren. Ein Ende Menschen für lebensunwürdig zu erklären, aus was für Gründen auch immer. Wir müssten es sogar ausdehnen auf den Umgang mit den Tieren. Auch sie haben Leben und Atem und Gefühl und Seele, ganz ähnlich wie wir. Du sollst nicht töten, wäre umfassend zu nehmen, als eine Verbundenheit aller Menschen, die sich zusammenschließen im Kampf gegen den einzigen Feind, den sie alle haben, den Tod selbst. Ihn zu instrumentalisieren zum Lebensvorteil unter Ausschaltung anderer, ist wirklich ein Verbrechen. Nie zu entschuldigen, allenfalls zu verstehen, durch das Gefühl äußerster tödlicher Bedrohtheit des eigenen Lebens. Dann bleibt immer noch der Wahn, wir könnten im Kollektiv übereinander herfallen und führen dann immer göttliche, heilige, pflichtgemäße Kriege. Du sollst nicht töten. Da noch einmal ist Martin Luther außerordentlich modern, als er sagt, das kann doch heißen, du siehst einen Bettler im Schnee und du gehst an ihm vorbei. Du tötest nicht, du tust nur einfach gar nichts. Und das genügt. All dies müsste sich positiv wenden. Du sollst das Leben von allem, was Leben will, fördern, so gut es irgend geht. Dann bleiben noch viele Punkte zu klären, was ist es, wenn ein Mensch, ein Tier, an das Ende seines Lebenswillen gelangt? Was ist, wenn der Tod erwartet wird, wie ein Freund? Selbst unter den Tieren gibt es manche Formen des Selbstmords. Manche Menschen gehen aus dem Leben, um zu vermeiden, noch länger lästig oder hinderlich zu sein. Manche Stämme im hohen Norden, getrieben von Existenznot, machen sich's beinahe zur Regel, dass Menschen, die durch Krankheit oder Alter mit den Zügen der Jägerstämme nicht mithalten können,
zurückgehen in die Einsamkeit und erlauben den anderen das Fortgehen. Aber das sind Formen, wo der Tod wie eine Macht an uns herantritt und wir müssen nicht mächtiger sein als er, ein Sendbote des Göttlichen auch. Du sollst nicht töten ist ein gutes Beispiel, dass die Bibel etwas sagt, an das sie sich vielleicht tendenziell hält, aber in allen weiteren Ausformungen nicht. Es ist der Jude Jesus von Nazareth, der später sagen wird, das Töten beginnt gar nicht erst beim Zücken der Schwerter oder beim Auslösen der Bomben, könnten wir hinzufügen. Es beginnt einfach damit, dass ein Mensch den anderen nicht mehr leben lassen will, indem er ihn verurteilt, indem er Gründe erfindet, ihn zu hassen, indem er ihn wegwünscht von seiner Seite. Psychologisch wäre es überaus wichtig, diese Gründe nachzuarbeiten und zu verstehen. Was hindert uns, an der Seite eines anderen Menschen und so zu leben, wie wir es brauchen und so anzunehmen, wie wir wirklich sind? Wie gewinnen wir im Beisein anderer das Maß an Liebenswürdigkeit zurück, dass es vermeiden hilft, die Geschichte von Kain und Abel immer wieder aufzuführen? Wir stehen erst mitten bei den 10 Geboten und wir müssen diese lohnende Lektüre im Konkreten noch über 5 weitere Gebote fortsetzen. Es lohnt sich aber vielleicht als einen vorläufigen Abschluss einmal eine moderne Variante der 10 Gebote vorzulegen, die wir dem Kölner Dozenten Heinrich Kloms verdanken. Wolfgang Wickler in der Biologie der 10 Gebote hat sie zitiert. 20 Formen von Tugenden, nicht im Sinn des asketischen Ideals, wie im Mittelalter entwickelt, sondern Formen, die uns tauglich machen, im Leben unter Menschen menschlich zu sein. Gute Vorschläge, die in moderner Sprache wiedergeben, was es auch nur heißen würde. Du sollst nicht töten. Und inklusive schon. Nicht die Treue brechen, nicht lügen, stehlen, falsch schwören, Eigentumsverhältnisse durch Habgier durcheinander bringen. Erstens, Verantwortungsbewusstsein, gekoppelt mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Zweitens, Toleranz. Das ist Wahrheitsliebe und Wahrung der Nächstenliebe. Drittens, Friedensliebe, Bereitschaft zum Kompromiss und dann notwendigerweise auch zum Verzicht. Viertens, Sachlichkeit, rechter Umgang mit Sachen und Sachverhalten als moderne Form von Frömmigkeit. Das muss ich nochmal lesen. Sachlichkeit als moderne Form von Frömmigkeit. Fünftens, Aufgeschlossenheit. Das ist Streben nach geistigem Jungbleiben. Hat man nie gehört im Zusammenhang der 10 Gebote. Aber ist ein Gebot, dem Leben zu dienen statt dem Tode. Sechstens, Vorurteilslosigkeit. Siebtens, Ehrfurcht. Achtens, Tapferkeit, das heißt, Eintreten für die eigene Überzeugung oder für den Schwächeren, dem Unrecht geschieht, ohne sich von Mächtigeren einschüchtern zu lassen. Neuntens, Kollegialität, gute Zusammenarbeit unter Zurückstellung persönlicher Ambitionen und gleichberechtigtes Verantwortlichsein gegenüber einer gemeinsam zu leistenden Aufgabe im Beruf. Zehntens, Geselligkeit, Kultivierung von Freizeit und Kurzweil statt Zeitvertreib, Griesgrämigkeit und Possenreißertum. Da lasse ich das bewenden, um Sie zu vertrösten auf den nächsten Samstag. Es gibt noch 10 Tauglichkeiten aufzuzählen für mindestens 4,5 weitere Gebote. Aber was Sie begreifen ist, wir müssten ein Stück nachdenklich werden,
über das, was uns gut tut. Wir müssten relativieren sogar das, was uns für unantastbar heilig anvertraut wurde, damit es wirklich imstande ist, das Leben zu heiligen und zu Gott zurückzutragen. Wir hören zum Abschluss von Händel Passacaglia.